Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Heute setzen wir fort mit Reflexion und Problemlösung. Wie hilft uns Reflexion dabei, effektive Lösungsstrategien zu entwickeln, ist die Fragestellung, mit der wir uns heute befassen wollen unter diesem Raumthema. Und insofern seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen, mit dazu zu kommen und eure ersten Gedanken, Impulse zu dem Thema mit reinzubringen, gerne auch mit konkreten Praxisbeispielen etc., damit wir dann gemeinsam durch den Dialog sozusagen den Reflexionsraum hier ermöglichen und gemeinsam schauen können, in welche Richtung der Raum sich heute entwickelt, welche Erkenntnisse wir daraus generieren etc. Und für die heute vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind, nochmal kurz der Hinweis. Wir zeichnen auf über den gesamten Raum, die gesamte Zeit und das Ganze wird später auch veröffentlicht. Dementsprechend, wer mit dazu kommt, ist automatisch damit einverstanden. Und wir haben drei kleine Raumregeln. Einmal ein Profilfoto, auf dem ihr zu erkennen seid, Vor- und Nachname und mindestens einen Satz in der Bio, um sicherzustellen, dass es sich um ernst gemeinte Beiträge und keine Clubhouse-Trolle handelt. Wer das aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, kann gerne den Chat nutzen, sodass wir das eine oder andere dann auch als Frage, Gedanken oder Ähnliches eben auch hier nochmal mit aufgreifen können. Ja, und damit bin ich sehr gespannt, wer die Runde mit mir heute Morgen gemeinsam eröffnen mag. Ich sehe schon, Marc kommt mit dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Marc. Was sagst du denn zu diesem Thema? Guten Morgen in die Runde, liebe Jasmin. Mir ist etwas aufgefallen und damit möchte ich auch beginnen, dass wir die Dinge auch üben und uns bewusst machen. Weil allein die Frage ist ja heute, wie hilft uns Reflexion dabei, effektivere Lösungsstrategien zu finden? Und eine Antwort für diese Frage, also wie uns Reflexion dabei hilft, ist für mich auf jeden Fall im Kreis zu denken, rund zu denken, nicht nur in eine Richtung zu gehen. Und mir ist bewusst geworden, und dabei sprechen wir ja mit uns selber wahrscheinlich, was kann ich denn machen, um da eine Lösung zu finden? Und bei dieser Frage heute in dem Raum, wie hilft uns Reflexion dabei, die richtige Lösungsstrategie zu finden, gibt eigentlich die Frage, die impliziert schon die Richtung, also die einzige Richtung, die möglich ist, nämlich hilft uns Reflexion wirklich dabei, effektivere Lösungsstrategien zu finden? Ja, wollte ich einmal für mich selber, Reflexion hilft. Es kann aber auch sein, dass zu viel Reflexion, also zu viel prüfendes Nachdenken, uns vom Handeln abhält und wir dann nie zu einer Lösung kommen, weil es Perfektionisten gibt, die dann also überhaupt nicht in Handeln kommen und die dann so lange reflektieren, halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre und dass dann gar nichts passiert. Und ich erwähne das trotzdem, dass uns immer wieder bewusst macht, dass das alleine, die Lösungsfindung alleine abhängt von der Frage, weil die Frage uns die Richtung vorgibt. Und für mich, meine Lebenserfahrung hat mir sehr geholfen, wenn ich wirklich auch abstruseste Ideen zuerst zulasse, also den Kopf wirklich aufmache, mich wirklich frei bewege, open-minded und in alle möglichen Richtungen anfange zu überlegen. Das wäre erstmal mein Einstieg. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank und absolut. Das heißt, zu viel Reflexion kann vielleicht, gibt es auch zu viel des Reflektierens, kann es auch dazu führen, sozusagen, dass es mich aufhält, dass ich dann gar nicht ins Doing komme, weil ich ständig am Reflektieren bin und dadurch irgendwie da nicht mehr rauskomme, in Anführungsstrichen. Ist auch ein spannender Aspekt in diesem Zusammenhang. Und vielleicht hätte man das des ChatGPTs hier nochmal umformulieren können dürfen in Richtung, inwiefern hilft uns Reflexion dabei, effektive Lösungsstrategien zu entwickeln. Und dadurch wird die Frage schon verändert. Also das heißt, heute geht es tatsächlich ein Stück weit darum zu gucken, wie uns das sozusagen dabei auch unterstützt und uns hier konkrete Beispiele etc. vielleicht herauszugreifen, um das anzuschauen, dass es auch kontraproduktiv sein kann. Das ist nochmal ein anderer Punkt, aber finde ich total spannend, dass du das mit aufgreifst und das können wir auch mit am Rande auch mit behandeln sozusagen. Vielleicht gibt es ja auch Meinungen dazu. Also geht das überhaupt, dass man zu viel reflektieren kann sozusagen, wäre dann so diese Fragestellung, die man hier mit drunter packen könnte, um eben auch diese Gegenseite aufzumachen. Nicht nur davon auszugehen, dass es effektive Lösungsstrategien gibt, wenn man reflektiert, sondern dass es eben auch dazu führen könnte,
dass man als These, dass wenn ich zu viel reflektiere, möglicherweise eben auch gar nicht ins Handeln komme, sondern immer wieder in diesem Reflexionsmodus sozusagen zu viel, zu oft und wie auch immer drin stecke. Da fände ich es auch total spannend, die anderen noch zuzuhören. Also wie sehen die das? Vielleicht hier auch gerne durchaus auch Positionen zu beziehen, mit dazu zu kommen. Insofern seid auch ihr herzlich eingeladen. Und spannend finde ich auch die Frage im Chat, wofür eine Lösung? Ja, im Grunde genommen könnten wir sagen, für alle möglichen Themen, Aspekte, Business, Privat etc. Wir gucken uns das Ganze ja hier zunächst erstmal aus der abstrakten Ebene an, um quasi gewisse Muster zum Beispiel auch in der Vorgehensweise zu entdecken etc. Und es hilft uns aber auch eben in diesem Kontext immer wieder auch konkrete Beispiele aufzugreifen, um das eben auch dann entsprechend veranschaulichen zu können. Und insofern bin ich oder freue ich mich auch, wenn wir sehr konkrete Beispiele auch heute wieder mit reinbringen, um das zu veranschaulichen. Jürgen, einen wunderschönen guten Morgen. Was sind deine Gedanken zum Thema? Einen schönen guten Morgen, liebe Jasmin. Hallo Marc und alle anderen im Raum. Meine Gedanken zu diesem Thema und die Ausführungen, die der Marc jetzt gemacht hat und auch du, liegen auf zweierlei Ebene. Art 1 schöpfe ich aus bei diesem Thema aus einem persönlichen Modell, das ich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit immer wieder aufgebaut und ergänzt habe. Ich habe es Problemlösungszyklus oder Entscheidungszyklus genannt. Und der zweite Impuls, wir hatten, ich glaube, vor anderthalb Wochen, weiß nicht mehr so genau, schon mal einen begrifflich sehr angrenzenden Bereich besprochen unter Reflexion, nämlich Entscheidungsfindung. Und in Ergänzung zu diesem Raum sehe ich auch das Thema des Unconscious Bias, das wir hatten. Und um das jetzt zusammenzufügen, versuche ich mal, das relativ kurz zu skizzieren, indem ich etwas provokativ sage. Wenn ich anfange, in einem Entscheidungs- oder Problemlösungszyklus nach Lösungsalternativen zu suchen, ist eine notwendige Voraussetzung die Reflexion. Und ich begründe das ganz kurz und bitte dann um deine Einschätzung als Moderator, ob wir uns damit auf dem auf einem probaten Weg befinden. Und zwar, ich begründe das dann damit, dass ich sage, genau an diesem Punkt, bevor ich anfange, über Lösungsalternativen nachzudenken, bedarf es einer Innenschau, einer Reflexion. Und zwar aus folgender Begründung. Bevor ich zu Lösungen komme, habe ich zwei wesentliche Schritte bereits hinter mir. Und zwar, ich habe das als erstes das Problem identifiziert und umrissen mit der Frage, was ist das Problem? Und A2, ich habe hoffentlich die notwendige Menge, Anzahl und Qualität der zur Lösung notwendigen Informationen gesammelt. Ohne es jetzt weiter auszuführen, schlage ich hier die Brücke zu Unconscious Bias. Wohlgemerkt, das sind für mich die zwei wesentlichen Stufen des Entscheidungsprozesses. Ich wiederhole nochmal, Problemidentifikation und Informationsbasis. Und jetzt schlage ich die Brücke zu Unconscious Bias. Und warum, beziehungsweise das ist die Begründung für eine Reflexion, weil beide Positionen sehr stark unter potenziellen Verzerrungen, unserer Verzerrungen unterliegen. Und zwar bei der Problemidentifikation, wir wissen das immer wieder durch die kontinuierliche Tätigkeit und die Mitteilung des Wissens von der Jasmin aus der Hirnforschung, dass unser Gehirn bei einem Problem, insbesondere wenn es unter Zeitdruck formuliert wird, denkt an eure berufliche Praxis, wenn euer Vorgesetzter auftaucht und sagt, wir haben ein Problem in einem Projekt und das ist hochbrisant und das muss jetzt gelöst werden. Dann erfolgt
in unserem Gehirn als erstes ein sehr reaktives, assoziatives Suchen nach bereits vorhandenen Mustern, Erkennen derer und Anbieten als Lösung. Das heißt, das Unconscious Bias ist für mich auf dieser Ebene der Überprüfung des Problems, dass wir unter Umständen gar nicht das richtige Problem lösen, sondern ein Problem, das uns assoziativ angetragen wird und damit im Grunde genommen eine schwere Frage, ein schweres Problem mit einer Ausweichbewegung mittels eines eigentlich kleinen Problems lösen. Deswegen die Reflexion an diesem Punkt. Und der zweite Punkt ist die Informationsbeschaffung. Und da zitiere ich wieder den lieben Marc, der immer wieder sagt, wir nehmen das oder wir greifen das auf, was wir sehen wollen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei der notwendigen Informationsbeschaffung, um dieses hoffentlich richtige Problem dann zu lösen, sich zu hinterfragen als derjenige, der mit dem Problem umgehen muss. Habe ich wirklich alle Informationen dazu? Im Grunde genommen, ihr Lieben, steht hinter dieser Frage, wie groß ist mein Wissen und wie groß ist mein Unwissen sein? Und diese zwei Positionen machen es, und das ist für mich Erkenntniswissen, dringend notwendig, vor Eintritt überhaupt an Alternativen zu denken für Lösungen, diese zwei vorhergehenden Schritte zu reflektieren und in sich zu gehen und zu sagen, hallo, habe ich meinen Job gemacht? Vielen Dank fürs lange Zuhören. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Absolut nachvollziehbar, wie ich finde. Und hier ergeben sich ja dann auch Folgefragen daraus. Zum einen könnte jetzt der Eindruck entstehen, gerade auch wegen dieser Brücke mit Unconscious Bias, dass es per se möglicherweise auch die Reflexion vielleicht in Frage zu stellen ist, dahingehend, inwieweit hilft mir das denn, wenn ich doch hier in Anführungsstrichen sozusagen behaftet bin? Das heißt, auf der einen Seite sowas wie die Verzerrungen, denen wir unterliegen. Das heißt, an der Stelle schon bei der Problemidentifikation, lösen wir denn überhaupt das richtige Problem? Und auch bei der Informationsbeschaffung, wir sehen ja nur das, was wir sehen wollen. Insofern stellt sich die Frage, bin ich denn eigentlich auch überhaupt in der Lage, so zu reflektieren, dass es dann eben effektive Lösungsstrategien geben kann? Und hier möchte ich nochmal anknüpfen an einen der Räume in den letzten Tagen, wo wir ja dann auch über Perspektivwechsel und sowas gesprochen haben. Deswegen sind hier dann sozusagen, ist dann auch das Vorgehen sozusagen bei der Reflexion nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Den greifen wir ja dann auch nochmal auf in Bezug auf Methoden etc. Aber auch auf der Prozessebene nochmal eben zu schauen. Und da werden wir in den nächsten Tagen drauf eingehen. Da bin ich dann auch nochmal total gespannt. Das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt, um das am Rande zu erwähnen, welches Vorgehen oder welche Methoden eben auch dabei helfen können, um sicherzustellen, dass zum Beispiel ein Perspektivwechsel möglich wird, dass der Perspektivwechsel nicht nur durch die Außenschau oder durch einen Feedbackgeber ermöglicht wird, sondern auch durch verschiedene Positionen, die ich selbst einnehme in der Innenschau, um zum Beispiel aus einer Vogelperspektive draufzuschauen etc. All das werden wir noch besprechen, dass das eben dann im Rahmen der Reflexion sozusagen dazu dient, hier eine Art Neutralisierung oder eine Neutralisierung vorzunehmen, verschiedene Perspektiven aufzumachen, durch verschiedene Brillen zu schauen und dadurch eben auch verschiedene Optionen zu ermöglichen. Ja, gerne, Jürgen, du willst hier nochmal anschließen. Ja, danke für den Steilpass. Perspektivewechsel hat zwei Möglichkeiten, hat zwei gegebenenfalls Ursprünge, nämlich Perspektive, die ich einnehme und mich selbst in meiner Selbstreflexion zwinge und sage, stell dich mal in die Situation deines Auftraggebers.
Also jetzt aus dem Projekt geschehen, ganz einfach, dass ich sage, wenn ich der Auftragnehmer bin und ich bekomme jetzt diese Horrormeldung, ja, wir haben ein Riesenproblem und mach was und tu was, dass ich eine potenzielle Möglichkeit in der Selbstreflexion, in der wirklichen eigenen Innenschau, ist eben dieser Perspektivewechsel, den du ansprachst, liebe Jasmin. So, das Zweite ist, etwas, was ich mir nach längeren Erfahrungen positiver, negativer Art zu eigen gemacht habe. Ich habe von Anfang an bei einem Auftrag, bei einem Projekt, mir aus meinem Netzwerk einen Vertrauten gesucht, der in etwa in den fachlichen Kontext gepasst hat. Und ihn gefragt, ob er mir bei verschiedenen Situationen als Counterpart zur Verfügung steht. Und für mich ist dieser Punkt auch genau im Vorgriff auf, jetzt muss ich Lösungsalternativen, ich muss Szenarien entwickeln, sehr wichtig, weil dieser Schritt sehr wichtig ist, ist das für mich so ein Prototyp, die Reflexion auch mit einem anderen auszutragen. Mit einem anderen, der in entsprechender Form, das muss nicht mal ausgesprochen fachlich sein, weil es ja oftmals auch um mehr, ich sage jetzt mal, in die psychologische Sicht reingeht. Wie wirkt das auf Mitarbeiter? Was passiert jetzt mit dem Projektteam, wenn ich jetzt plötzlich sage, halt, stopp, alles wieder auf Null, wir setzen neu an oder so, irgend sowas. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Perspektivewechsel, ja, durch Perspektiveaufbau in meinem Innersten, durch unter Umständen Versetzen in andere Personen, aber auch in eine Reflexion im Zusammenhang definitiv über Kommunikation mit anderen. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal zu unterstreichen, dass eben diese beiden Positionen auch gleichermaßen wichtig sind. Das kann man zum Beispiel auch sehr schön veranschaulichen. Ihr kennt das, Jürgen, du hast es vorhin angesprochen. Im Arbeitskontext beispielsweise geht es ja häufig darum, eben auch schnell reflektieren zu können in der Situation. Da habe ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, jetzt sozusagen mit jemandem in einen Austausch zu kommen, um hier in der Rückschau sozusagen draufzuschauen, sondern in der Situation adäquat eben hier auch vielleicht eine Entscheidung zu treffen und dann eben diese Prozesse auch relativ schnell zu steuern durch die Selbstwirksamkeit und die Reflexion, die vorangestellt ist. Das heißt, hier dann eben entsprechend mit anders vorzugehen, als wenn ich dann zum Beispiel auch nochmal das Gleiche, den gleichen Vorfall, die Umstände im Nachgang auch nochmal die Gelegenheit habe, sowohl selbst drauf zu schauen, durch die eigene Innenschau, in der Selbstreflexion, als auch eben nochmal mit jemandem Dritten, Unabhängigen, in den Austausch zu gehen. Und der zweite Punkt, den du genannt hast, den finde ich auch mindestens genauso wichtig, und hier möchte ich gerne auch nochmal sensibilisieren drauf. Häufig ist es so, dass gerade auch in Arbeitskontexten oder bei Beauftragungen oder sowas sehr intensiv danach geschaut wird oder auch die Behauptung ein Stück weit so im Raum steht, gerade auch bei Coaches etc., dass die Feldkompetenz, die wird aus meiner Sicht an vielen Stellen überbewertet, wird vielfach gewünscht, dass jemand sozusagen aus dem Feld ist, damit er das irgendwie auch einordnen kann und damit es quasi schneller geht, in Anführungsstrichen. Wenn wir aber schauen, was der Auftrag eines Coaches oder Sparringspartners an der Stelle in diesem Zusammenhang im Kontext der Reflexion ist, da kann das sogar kontraproduktiv sein, wenn das jemand aus dem Feld ist, weil der nämlich ganz andere Fragen stellen würde oder der würde möglicherweise auch eben ähnlichen Leitplanken unterliegen und eben auch hier durch Unconscious Bias gewissen Aspekten unterliegen und gar nicht erst hinterfragen oder aus dieser Perspektive draufschauen. Das heißt, es kann sogar in dem Fall ein Vorteil sein, mit jemandem sich auszutauschen, der nicht vom Feld ist, weil der nämlich ganz anders stutzig wird in verschiedenen Kontexten, bei denen wir vielleicht völlig selbstverständlich drauf gucken und gar nicht erst auf die Frage, auf die Idee kämen, entsprechende Fragen zu formulieren. Also das vielleicht auch nochmal an dieser Stelle mit hineingebracht. Marc, magst du hier auch nochmal andocken?
Ja, ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt und einmal würde ich auch, und zwar zwei Wörter, einmal die Risikoanalyse, also die Selbstreflexion. Ich kann ja unterscheiden einmal auch zwischen der Selbstreflexion und mit der Außenreflexion. Und bei der Außenreflexion ist das, was ich in meinen, was sich nur bei mir bewahrheitet hat. Bei der Außenreflexion spreche ich ja mit anderen Personen und dann frage ich mich immer, was befähigt diese Person, dass ich mich mit ihr reflektieren kann? Weil es gibt einfach Menschen, die haben sich noch nie mit Reflexion bewusst beschäftigt. Da spult dann automatisch das Negativprogramm ab. In dem Fall hilft mir eine Selbstreflexion gar nicht. Beispiel, ich möchte mich selbstständig machen und man hat Menschen wie, jetzt Marc, hast du mal Nachrichten geguckt? Die Inflation, das ist ja ein Wahnsinn, würde ich nicht machen. Da bringt mir eine Information nichts. Und meine Lieblingsantwort in dem Sinne ist, ich weiß nicht, wo ich die gehört habe, die sage ich zu mir immer bei einem eigenen Lächeln, wie es nicht geht, weiß ich selber. Also wenn ich mich mit Menschen austausche, die mir erklären, wie es nicht geht, dann kann ich es auch gleich lassen, weil diese Antwort habe ich mir selber schon gegeben. Also versuche ich, open-minded zu sein und selbst wenn die Ideen total abstrus sind. Und bei der Geschwindigkeit, bei der Risikoanalyse, da ist es halt, da macht es dann vielleicht auch leichter, sofort in die Selbstreflexion zu gehen. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal, mit dem Stefan zusammenarbeiten würde und der Stefan kommt in mein Büro und sagt, oh Mann, wir haben da was, das muss sofort raus. Ich habe festgestellt, wir haben kein Papier mehr. Besorgt mal ganz schnell Papier, weil das kann ich nicht per E-Mail schicken. Dann wäre das vollkommen egal, ob ich ein 60 Gramm, ein 40 Gramm Papier besorge. Das gefällt dem Stefan vielleicht nicht, aber was sind die Konsequenzen? Da ist überhaupt nichts da. Dann haben wir das falsche Papier, das verbrauchen wir dann für was anderes oder verwenden diesmal halt ein Papier an den Kunden, was nicht so schön ist. Wenn ich aber beim Stefan im Büro bin und wir haben Wassereinbruch und ich bin handwerklich wirklich der totale Honk, ich kann gar nichts handwerklich, dann muss ich in dem Moment sofort reagieren und das Wasser stoppen, weil vielleicht irgendwelche Computer in Gefahr sind, dass ich wichtige Daten oder Festplatten zur Seite räume und. Da habe ich dann wirklich keine Zeit mehr zur Reflexion. Da handle ich dann aus der Erfahrung und mit dem Selbstbewusstsein, dass mir dann vielleicht hoffentlich in der Sekunde das Richtige einfallen kann. Und auch da habe ich noch die Möglichkeit, ganz schnell irgendjemand, entweder Nachbarn im gegenüberliegenden Büro anzurufen, in der Hoffnung, dass es da vielleicht einen Spezialisten gibt, der weiß, was man bei Wassereinbruch machen kann oder bei einem Kurzschluss oder bei Feuer, wie ich da richtig reagiere. Also für mich wäre erstmal die Risikoanalyse bei einer Entscheidung, wie viel Zeit habe ich? Und was passiert, wenn ich jetzt nicht handle? Also, was sind dann die schlimmsten Auswirkungen? Und diese Kurzreflexion gibt mir dann ein Zeitfenster, ob ich noch längere Zeit habe zum Nachdenken und zum Prüfen oder ob sofort wirklich unmittelbar gehandelt werden muss. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und hier wird auch nochmal deutlich, wie wichtig oder welche Rolle und Relevanz eben auch der Erfahrung wieder zukommt. Hatten wir auch schon in anderen Räumen unterstrichen und aufgegriffen und erarbeitet gemeinsam. Und hier in dem Zusammenhang ist es dann so, dass ich je mehr Erfahrung ich in verschiedenen Kontexten in meinem Feld, in meinem Gebiet habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich dann gerade bei so einem schnellen Prozess, der hier stattfindet, wo ich unter Zeitdruck stehe beispielsweise, eben auch dieses, wir könnten jetzt sagen, dieses Impulsive, was dann kommt, dann trotzdem ja angelehnt immer an das ist, was die Vorerfahrungen sind. Das heißt, je mehr Erfahrung ich in einem Feld mitbringe und je mehr ähnliche Probleme ich sozusagen in der Vergangenheit schon mal gelöst habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch wenn ich hier sozusagen in relativ kurzer Zeit und relativ schnell eine Entscheidung treffen muss, dass und mich da hier in Anführungsstrichen beispielsweise auf mein Bauchgefühl in dem Zusammenhang stütze, dass das eben trotzdem ja auf dieses Erfahrungswissen abgreift, aus das abgespeichert ist in meinem Gehirn und dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es kontextbezogen auch wieder passend ist. Muss nicht so sein. Also es kann sein, wenn es gerade insbesondere dann, wenn es eben keine Vergleichspositionen gibt, die mir hier Referenzwerte sozusagen liefern und ich dann nach einem Bauchgefühl in Anführungsstrichen in dem Zusammenhang agieren würde, dann kann es auch sein, dass ich hier verkehrt liege. Aber wir hatten ja gesagt, wir unterscheiden hier auch nochmal zwischen sozusagen der bewussten und der unbewussten Reflexion und die Reflexion findet in jedem Fall aber statt, auch wenn wir es so vielleicht gar nicht erst realisieren oder merken. Und gerade bei Aspekten, wo es wirklich unwahrscheinlich schnell geht und auch schnell gehen muss, also gerade auch
beispielsweise in Berufen, wo man vielleicht auch unter ganz massivem Zeitdruck arbeitet und auch gar nicht so lange Zeit hat, tatsächlich in diese Reflexionsphase irgendwie einzusteigen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel auf, und damit ihr das nachvollziehen könnt, was ich meine mit diesem Zeitdruck, da gibt es auch massive Unterschiede nochmal. Es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel in einer Trainingssituation bin, wo ich die Situation in dem Moment analysiere, sozusagen in die Reflexion, in die Innenschau gehe, dabei Metapositionen einnehme, die Vogelperspektive und so weiter. Da ist es zwar auch im Doing und gewissermaßen auch unter Zeitdruck, ist es aber was völlig anderes, wie wenn ich beispielsweise an einem Flughafen arbeiten würde als, sagen wir mal, als Pilot und bin in der Luft und es tritt eine kritische Situation ein. Da muss das wirklich innerhalb von Sekunden sozusagen passieren. Also da haben wir ganz unterschiedliche zeitliche Maßstäbe auch nochmal dahinter, um hier vielleicht nochmal den Unterschied aufzumachen. Ich glaube, Marc, du wolltest nochmal anschließen. Genau zu dem Beispiel, liebe Jasmin. Ihr erinnert euch bestimmt auch an Klassenkameraden. Ich hatte so einen Einser-Kandidat, alles Einser. Ich habe gedacht, der wird, was er will, weil das ist einer, der so durchgelaufen ist. Und der wollte unbedingt Pilot werden. Und nach Jahren habe ich den wieder getroffen. Und ich sage, hast du deinen Traum erfüllt, bist du Pilot geworden? Der ist nicht mal durch das Auswahlverfahren gekommen, genau durch diese Frage. Der erste Test war nur, mögen Sie Katzen oder Hunde, Berge oder See, Sonne oder Winter und so weiter. Da hat er zu lange gebraucht zum Überlegen und haben mir gesagt, er ist also gar nicht weiter ins Testverfahren gekommen, nämlich weil er sich nicht schnell genug entscheiden konnte. Weil er sich schnell genug entscheiden konnte. Und Sinn des Testes war genau, und zu schauen, das war das erste Auswahlkriterium, bevor die irgendwie seine mathematischen Fähigkeiten geprüft haben, haben die geprüft, wie lang braucht der Mensch, um sich zu entscheiden. Dabei war die Lösung nicht das Ergebnis. Also die Lösung war vollkommen egal. Die hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht, sondern nur zu sehen, wie reagieren die Leute in Stresssituationen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank für das Beispiel. Jürgen, magst du hier auch nochmal an irgendeinem Punkt anschließen? Also ich kann das nur noch mal verstärken und bestätigen. Dieses Thema Zeit an dieser Position, ich wiederhole mich jetzt, und greife zurück auch nochmal auf einen Raum. Ich habe gerade nachgeschaut in meiner Mindmap. Wir hatten das Thema Zeit als Voraussetzung, als thematische, als Thema, als Voraussetzung für die Reflexion. Also sich einen entsprechenden Raum, eine Umgebung suchen und sich die Zeit zu nehmen. Und ich kann nochmals, wenn gestattet, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen, dass das sicherlich ein kritischer Punkt ist. Marc hat es ja nochmal deutlich gemacht, an einem Job wie einem Kapitän. Und da sage ich, der wesentliche Unterschied zum Beispiel zu einem Projektmanager, zu der Ausstattung des Kapitäns gehört von Haus aus dieses Entscheiden unter Notfall, sprich Notfall definiert durch Zeitknappheit. So. Und ich sage, ich behaupte jetzt mal, jeder Manager in einer Projektsituation oder in einer Problemsituation, wo nicht gerade jetzt die Hütte brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, der soll mir mal erklären, ob er sich nicht die Zeit freischaufeln kann, ich halte mich jetzt mal wirklich noch knapp, zu sagen, ich habe eine Stunde zum Denken, zum Nachdenken. Das hat mir bislang noch niemanden stichhaltig widerlegen können. Und ich denke, auch deswegen ist diese Position an dieser Stelle so wichtig und zeugt für mich für eine Führungsqualität, für eine Durchsetzungsfähigkeit als ein Merkmal von Führungsqualität zu sagen, nein, ich entscheide mich jetzt nicht, in welche Richtung ich mit meinen Lösungen gehe, sondern ich nehme mir die Zeit, das zu reflektieren. Bin ich im Moment auf dem richtigen Weg? Kann ich nur noch mal absolut bestätigen, was ihr gesagt habt. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und gleichwohl machst du noch einen weiteren Punkt auf, den ich hier in diesem Zusammenhang auch noch mal wichtig finde. Auf der einen Seite geht es dann darum, eben sich die Zeit dann auch freizuschaufeln in Kontexten, wo das eben möglich ist.
Und in vielen Fällen ist es möglich, sich die Zeit wirklich auch zu nehmen, also nicht ad hoc in dem Moment die Entscheidung zu treffen, sondern gerne zu sagen, ich nehme das mit und komme gerne auf dich wieder zu. Und damit hat man sich schon die Zeit sozusagen verschafft, eben nochmal in sich gehen zu können und das abwägen zu können. Und auf der anderen Seite beobachten wir aber auch ein Phänomen in Unternehmen, nämlich, dass sich Führungskräfte ganz allgemein zu viel Zeit lassen mit Entscheidungen, aber nicht unbedingt vor dem Hintergrund, dass sie hier nicht ins Doing kommen, weil sie zu viel reflektieren, sondern weil sie sich scheuen, überhaupt eine Entscheidung zu treffen oder in die Verantwortung sozusagen zu gehen. Und vielleicht ist der Aspekt der Verantwortung hier in diesem Zusammenhang auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, den wir mit aufgreifen können. Welche Rolle spielt dann hier in diesem Reflexionsprozess dann auch die Verantwortungsübernahme an der Stelle, um dann tatsächlich auch das Ganze in die Selbstwirksamkeit zu überführen und ins Doing und ins Handeln zu kommen. Was sagt ihr denn dazu, Marc, Jürgen? Ich muss gerade schmunzeln und lachen, liebe Jasmin. Genau den Punkt habe ich neulich mal gehört. Und zwar ging es dann um unsere vorherige Regierung, also um die Merkel-Regierung, wo dann jemand gesagt hat, bei aller Diskussion, was wir jetzt machen, die Pariser Verträge und das Pariser Abkommen, das hat schon ganz, ganz lange gegeben. Aber was wir gemacht haben oder was auch die Politik gemacht hat, die haben einfach Zahlen festgeschrieben. Also man wusste, dass Probleme auf uns zukommen. Wir brauchen erneuerbare Energien, wir brauchen das, wir brauchen das. Und dann gab es dann kluge Leute, die haben dann Papier genommen, haben gesagt, okay, bis 2038, wäre es toll, wenn wir das haben, aber da ist keiner in die Umsetzung gegangen und das fand ich auch sehr spannend. Da hat halt jemand gesagt, das muss man auch fairerweise sagen, die Umsetzung, also wie wir was wirklich machen müssen, damit 2038 oder 2050 oder 2027 diese Zahlen erreicht werden, darüber hat sich keiner Gedanken gemacht, aber es war zumindest ein gutes Gefühl, dass ich per se die Gedanken spielen lasse, also Ideen kreiere und sage, ach, das wäre doch schön, wenn wir 2038 hier CO2-neutralen Verkehr hätten oder wie auch immer. Ja, das finde ich auch gut. Ja, Jürgen, sagen wir mal 2038, schreib das mal auf. Aber wenn danach nichts passiert, das fällt mir gerade zu diesem Beispiel ein. Da wurden also auch Ideen gesammelt, aber man ist überhaupt nicht in die Problemidentifikation danach gegangen. Also wie kommen wir denn dahin? Sondern einfach nur, wäre schön, wenn das so ist. Dann legen wir das jetzt mal fest und dann kann ich das abheften. Und das passiert vielleicht auch in vielen Firmen, dass Dinge, dass man weiß, dass was passieren kann, aber dass das Handeln dann einfach nicht folgt und dass man sich dann gut fühlt, wenn man sagt, okay, wir haben uns ja schon mal Gedanken drüber gemacht und wir haben zumindest den Vorgang schon mal abgeheftet. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und übrigens hier ganz klassisches Vorgehen im Projektmanagement, nicht nur die Meilensteine zu definieren mit konkreten Terminen, sondern eben auch die Maßnahmen abzuleiten als nächsten Schritt sozusagen. Und gerade bei der Ableitung von den Maßnahmen, die es braucht, um die Meilensteine zu erreichen, das ist gleichzeitig dann auch die Möglichkeit zu überprüfen, ob das denn überhaupt auch realistisch ist. Weil häufig ist es so, dass dann, wenn die Maßnahmen abgeleitet werden, deutlich wird, dass zum Beispiel die Deadline, die gesetzt wurde, gar nicht realistisch ist, um sie einzuhalten oder auch aufzeigt, wie intensiv müssten wir denn wie viele Ressourcen müssten wir denn auch reinbringen, in welcher Form auch immer, was alles unter Ressourcen dann eben auch fällt in dem Kontext, um das tatsächlich auch realisieren zu können und das eben auch ein ganz notwendiger und wichtiger Schritt in dem Zusammenhang ist. Jürgen, du wolltest ja auch nochmal anschließen. Ja, es ist klar. Es ist der Counterpart zur Reflexion ist die Prokrastination, das Aufschieben, sich Luft verschaffen oder im Grunde genommen einfach nicht entscheiden wollen. Ja, aber ich denke, du hast auch eine Brücke geschlagen im Hinblick auf die Verantwortung und dieses würde ich aufnehmen, sich auch selbst in die Zügel zu nehmen, nämlich nicht der Prokrastination zum Opfer zu fallen, nämlich zu referenzieren auf meine Verantwortlichkeit und das Vehikel, sich um frei zu schaufeln, auch gegenüber einem Auftraggeber, ist meines Erachtens, dass ich über ganz wesentliches Element der Reflexion, die Kommunikation, meine Verantwortlichkeit nochmal transparent mache und sage, lieber Auftraggeber, willst du eine Lösung, die durchdacht ist, hinter der ich stehe, oder willst du eine Quick and Dirty, wo wir beim nächsten Meilenstein auf die Füße fallen und sagen, ja, hätten wir doch lieber nachgedacht. Und diese zugegeben Schock-Doof-Argumentation, ist ursächlich für mich an zwei wesentlichen Kontexten gebunden. Ad 1,
an das Reflektieren und auch das bewusste Vertreten meiner Verantwortlichkeit in dieser Situation, ad 1, und die Art und Weise und insbesondere die Offenheit, wie ich kommuniziere und weswegen und begründe, weswegen ich eine Reflexion, eine Innenschau brauche, um mir klar zu werden, ob ich noch in den weiteren Schritten, das ist jetzt sehr stark beruflich im Kontext bezogen, aber hinter diesen Schritten stehe. Also fand ich eine sehr gute Verbindung zu unseren immer wieder diskutierten, ganz wesentlichen Themen Kommunikation und Verantwortung. Vielen Dank. Ja, absolut. Vielen, vielen lieben Dank. Und übrigens auch ein ganz klassisches Thema eben auch bei der Begleitung in der Unternehmensberatung, Beratung von Unternehmen, dass hier eben häufig eben auch unter Zeitdruck dann husch husch das eine oder andere abverlangt wird und dass man hier in Anführungsstrichen eben nicht in diese Falle tappt. Gleichwohl auch zu erkennen, dass es eben wichtig ist, auch schnelle Lösungen, schnelle Ergebnisse zu erzielen. Und jetzt hier vielleicht aus meiner Erfahrung, ich habe das Ganze so ein bisschen umgedeutet und Begrifflichkeiten auch umbenannt, spreche in dem Zusammenhang nicht von quick and dirty, was Manager insbesondere ganz gerne oder die CEOs ganz gerne haben wollen, sondern eben hier beides miteinander zu kombinieren und zu sagen, was sind denn die quick wins sozusagen, die wir relativ schnell vielleicht auch in die Umsetzung bekommen können, weil dann sind auch die entsprechenden Protagonisten sozusagen happy und zufrieden und gleichwohl eben auch an mittel- und langfristigen Lösungen zu arbeiten, die dann auch die Nachhaltigkeit sicherstellen, das heißt eine Kombination herzustellen und das finde ich passt jetzt auch wieder ganz schön zu den anderen Räumen, wo wir auch immer wieder darüber gesprochen haben, dass es ja oft kein Entweder-Oder-Lösungsansatz ist an vielen Stellen oder Lösungen gibt oder Denkanstöße gibt und etc., sondern dass es eben immer auch häufig eben diese Facetten sind, die dazwischen liegen und egal ob wir über Tradition und Innovation sprechen, wo wir gesagt haben, ja, da gilt es ja auch beides miteinander zu vereinen sozusagen und hier ist es eben auch dann die Quick Wins zu vereinen mit eben auch mittel- und langfristigen Lösungen, die auch die Nachhaltigkeit gleichzeitig sicherstellen und aber auch eine Zufriedenstellung des Auftraggebers sicherstellen, eine Sichtbarkeit für die Belegschaft, dass es hier eben auch schnelle Entscheidungen, schnelle Umsetzungen etc. gibt, dass hier wirklich auch gearbeitet wird, weil das auch wieder eine Gefahr ist, wenn man dann ausschließlich aus der Nachhaltigkeitsbrille schaut, in Anführungsstrichen, also dass das auch eben, das meine ich mit Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang, dass das wirklich auch mittel- und langfristig dann auch was bringt, wenn wir das umsetzen, dann kann es nämlich im Umkehrschluss auch dazu führen, dass wir, nicht weil wir keine Entscheidungen treffen oder weil das nicht gut reflektiert ist oder die Maßnahmen nicht abgeleitet sind, sondern weil es so gut aufbereitet ist und das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, dass dann die Sichtbarkeit der Ergebnisse erstmal nicht nur Monate, sondern teilweise sogar Jahre gerade in solchen komplexen Projekten dann auch auf sich warten lässt und dann wird die Ungeduld immer größer und man fragt sich irgendwann, was passiert denn da eigentlich überhaupt? Marc-Jürgen, will da jemand nochmal andocken? Ja, gerne, Jürgen. Sorry, lieber Marc, aber ich muss gerade ganz breit grinsen, liebe Jasmin, mit deinen Quick Wins, weil das in der Tat eben ein sehr probates Mittel ist, das man eigentlich immer in der Hinterhand haben sollte. Und zwar versuche ich die Brücke nochmal zu schlagen, warum gerade jetzt an diesem Zeitpunkt vor den Eintritt. Für mich ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich in Lösungsstrategien eintrete, ist das ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar, der Zeitdruck entsteht nicht durch Zeit. Zeit ist relativ. Nämlich, der Zeitdruck entsteht durch das Wirksamwerden einer Machtposition. In den meisten Fällen von irgendjemand oder von einer Gruppe. Das ist im Grunde genommen schlägt diese eine Brücke zu unserem Überthema Macht. Dieser Zeitdruck, dem ich vermeintlich oder in Realita, will ich ja nicht abstreiten,
unterliege, ist der Ausdruck einer Machtposition. Und du hast das trefflich auf den Punkt gebracht. Eigentlich gehört es zur... hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich noch. Ja, gehört es zum Grundhandwerkszeug, diese Quick Wins nach dem Motto, ich greife zu einer Beruhigungspille. Mehr ist es ja nicht. Ich greife zu einer Beruhigungspille, um mir Luft zu verschaffen. Das gehört eigentlich mit dazu. Fand ich eine sehr, sehr treffliche Brücke zur Praxis, liebe Jasmin. Danke. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, was haben wir denn noch für Aspekte, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, wo wir nochmal andocken wollen? Marc, gerne. Ich möchte mal nochmal in den privaten Bereich kommen, weil das vielleicht dann doch auch leichter nachvollziehbar ist. Und zwar, was mir noch wichtig wäre, wäre grundsätzlich die Achtsamkeit und auch die Ursachenanalyse. Und Achtsamkeit in der Partnerin oder die Ursachenanalyse ist ja auch, wenn wir zusammen sind mit unserem Partner oder mit unseren Freunden, und das sind jetzt keine großen Probleme, aber irgendwann mal merkt man, da schlägt die Stimmung um und ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert ist. Wenn das einmal passiert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert, sehr groß. Und dann darüber nachzudenken, was ist denn da im Vorfeld passiert, dass da jetzt auf einmal so eine komische Spannung im Raum herrscht. Und das kann bei meiner Partnerin, habe ich zum Beispiel festgestellt, dass sie immer in regelmäßigen Zeitabständen was zum Essen braucht und was zum Trinken braucht, und ansonsten ist sie wirklich ein total lieber Mensch, aber wenn sie dann nichts zu essen und zu trinken hat, dann könnte es gefährlich werden, augenzwinkern für mich, und das zu beobachten und zu wissen, jetzt habe ich sie überstrapaziert, jetzt brauchen wir eine Pause, auch wenn ich gern weitermachen würde, jetzt brauchen wir eine Pause. Oder vielleicht kann es auch sein, wenn man am Samstagmorgen total früh aufsteht, ich stehe um 5 Uhr auf oder um 6 Uhr, mein Partner braucht 2 Stunden länger Schlaf und ich mache die Augen auf und denke dann, ich könnte mit meinem Partner gleich was Wichtiges besprechen, wo es gar nicht mal um unsere persönliche Beziehung geht, sondern wo ich eine Entscheidung abfordere von meinem Partner und der ist noch im Halbschlaf. Und das gehört für mich auch zur Übung, also zur Reflexion mit dabei, dass wir jeden Tag, so wie ich bei deiner Überschrift heute, jeden Tag unser Gehirn und unser Geist trainieren können. Was war die Ursache? Was ist passiert? Tauchen diese Ereignisse öfters auf? Kann ich dann vorsorgen? Und was der Jürgen gerade gesagt hat, zu dieser Machtposition, geht für mich nicht nur von Menschen aus und ist für mich doch ein bisschen zeitbedingt. Denn wenn die Natur eingreift, also im Flugzeug, oder wenn die Technik eingreift, auch die Technik oder die Natur kann in diesem Fall eine Machtposition haben. Denn wenn die Technik in meinem Flugzeug ausgreift, dann übt dann die Technik Macht auf. Und wenn es einen Sturm und Gewitter gibt, würde in dem Fall die Natur Macht auf mich ausüben. Also Macht ist jetzt nicht unbedingt immer mit einem Menschen verbunden. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und gerade bei den Begrifflichkeiten, finde ich, wird es jetzt auch nochmal deutlich. Wir hatten im Kontext der Bildung ja auch über diese übergeordneten Schlüsselqualifikationen gesprochen, die eben eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Und hier wird, finde ich, bei den Begrifflichkeiten, die wir verwenden, ob das jetzt Reflexion ist, ob das Achtsamkeit ist und so weiter, Verantwortung, Verantwortungsübernahme etc., wird deutlich, das sind relativ weiche Begriffe teilweise eben auch an der Stelle. Das heißt, hier geht es jetzt nicht mehr um irgendeine reine Wissensvermittlung oder Ähnliches. Wenn wir jetzt von Achtsamkeit sprechen, wie kann man denn Achtsamkeit lernen? Da wird jetzt deutlich, das ist eben kein Training, wo ich mich reinsetzen kann und in der Theorie mal Achtsamkeit sozusagen durchnehmen kann. Kann ich zwar machen, aber es wird nicht sonderlich zielführend sein. Es kann vielleicht ein Aspekt sein, in einem Gesamtkontext sozusagen eingebettet, wo ich auch mal auf die Theorie blicken kann. Letztendlich geht es aber eben darum, hier dann auch zu schauen, welchen Rahmen auch in Bildungskontexten, und mit Bildung meine ich jetzt nicht Schule ausschließlich oder sowas, sondern wirklich weit gefasst als lebenslanges Lernen verstanden, um die Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit herzustellen oder zu ermöglichen und diesen Prozess eben auch zu begleiten, dass es eben einen anderen Rahmen in vielen Kontexten braucht, um eben solche Skills und Kompetenzen zu erwerben, sozusagen die Erfahrungen in bestimmten Kontexten zu machen, zu sammeln und immer wieder auch hier wieder in die Reflexion einzusteigen, um zu gucken, was kann ich denn auch auch abzuleiten in Richtung Lessons Learned, passt ja auch gut zu diesen Lösungsstrategien, eben auch in der Rückschau immer wieder auch in die Reflexion einzusteigen und zu bewerten, um eben auch
jedes Mal nach Möglichkeit schneller entscheiden zu können oder auch bessere Ergebnisse erzielen zu können. Ich meine jetzt nicht in Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich reflexionsbasiert, ob denn die Entscheidungen oder die Lösungen, die erarbeitet worden sind, auch in der Rückschau als passende Lösungen nach wie vor auch bewertet werden, wenn wir uns das Ganze auch in der Rückschau anschauen. Das heißt, die Reflexion, die hier dann auch an verschiedenen Stellen, das hatten wir ja auch schon von der Position her schon aufgegriffen, dass es eben nicht nur darum geht, vielleicht in der Planung zu reflektieren, dann in der Situation zu reflektieren, sondern auch wieder in der Rückschau zu reflektieren, um eben auch Lessons learned beispielsweise abzuleiten. Mag da noch mal jemand anschließen von euch? Mag Jürgen? Gerne Jürgen. Ja, ich denke, dass damit ein Punkt auf das Tapet kommt, dass ich meine, wir noch nicht angesprochen haben, im Hinblick auf den Gegenstand der Reflexion, also das Thema, das ich mir selber setze. Für mich war jetzt eher so diese Reflexion in der Rückschau, ob ich mich im Moment auch im klaren Position befinde, Lösungen zu generieren, beziehungsweise das richtige Problem. Lieber Marc, Chapeau, genau das ist der Punkt. Das richtige Problem heißt nichts anderes als so tief wie möglich vorgedrungen sein, um nicht das Problem erkannt zu haben, sondern die Ursache des Problems. Wenn ich die Ursache nämlich nicht kenne, was eine Krankheit ausgelöst hat, dann kann ich auch so viele Medikamente reinschütten, dann werde ich niemals die Ursache des Problems lösen. Danke dafür nochmal. Aber an diesem Punkt, liebe Jasmin, finde ich ein ganz wesentlicher Punkt der Reflexion. Bin ich überhaupt, ich persönlich, überhaupt in der Lage, an diesem Punkt, jetzt wo wir uns befinden, nämlich Lösungsstrategien entwickeln zu müssen, eigentlich noch der richtige Mann oder die richtige Frau? Sprich, ein ganz wesentlicher Aspekt des Reflexionsprozesses war ja, hatten wir auch mal festgestellt, eine explizite Stärke-Schwächen-Analyse. Und das, meines Erachtens, ist auch ein ganz wesentliches Thema. Nicht nur einerseits habe ich das Problem richtig erfasst, habe ich alle Informationen dazu, kann ich einen Haken dran machen und jetzt starten mit Lösungsstrategien? Nein, sondern auch zu reflektieren, bin ich jetzt in der Situation noch der richtige Mann dafür, diese Lösungen zu entwickeln. Vielen Dank. Ja, absolut. Vielen, vielen lieben Dank. Und damit mag ich zunächst erstmal auch Sabine mit einbinden und dann können wir gerne nochmal Querbezüge herstellen. Sabine, einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt ein tolles Thema. Ich wäre auch gern früher dazugekommen. Bei uns ist die Hölle aus. Wir haben 9 Handwerker im Haus. Und das vergleiche ich gerade mit Sri Lanka, wie da gearbeitet würde. 4 machen unten am Strom rum. 5 sind auf dem Dach wegen Solar. Das ist ein Hammer, wenn man das miteinander vergleicht. Und hier, diesen 2 Tage sind die wieder weg. Wahrscheinlich würde da 2 Wochen daran gearbeitet werden. Und ich glaube, dieses Reflexion und Problemlösung, das ist schon ein großer Unterschied, wenn ich mir das einfach mal angucke, wie die, wenn man, also gelinde gesagt, stresst mich gerade das, was hier los ist, weil ich 2 Wochen ein anderes Tempo gewohnt war. Aber wie komme ich zum Ziel? Ich muss sagen, ich will ja, dass die in 2 Tagen wieder weg sind, weil wir haben jetzt keinen Strom und ich kann nicht arbeiten. Das war der eine Punkt, was ich einfach mal sagen wollte, wieder mit dem Thema kulturellen Background, wie verschieden das ist. Aber das zweite, was ich auch sagen wollte, ist, wir müssten auf der politischen Seite viel mehr reflektieren. Ich habe kürzlich was gehört, wo dann auch sich die Araber inzwischen schon ein bisschen lustig machen über Europa, weil wir uns politisch in Europa ja selbst zerfleischen. Wir sind ja nicht ein Europa, sondern jeder macht da ja ein bisschen was anders und wir kommen nicht voran. Während im Arabischen die Leute versuchen, Kooperationen zu treffen, um den Bereich insgesamt weiterzubringen. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, hallo, wir können nicht alle grün machen, wir können nicht alle sozial machen. Sollten wir hier nicht das oberste Ziel, wie kommen wir mit Ländern zusammen, ohne dass wir dann, natürlich sollten wir die Werte weiter beachten, aber trotzdem
Wird auf der Schiene überhaupt reflektiert? Ja, vielen, vielen lieben Dank. Marc, Jürgen, wollt ihr an bestimmten Punkten nochmal andocken? Das wäre ein anderer Raum. Da möchte ich jetzt konkret nicht darauf antworten. Das wäre ein Tabuthema. Den Raum hatten wir auch schon mal. Und Tabuthemen können viele Gründe haben. Wiederwahl, nur 4 Jahre in der Verantwortung. Da tauchen quasi sämtliche Begriffe auf, die wir in jedem Raum schon mal gehabt haben. Und eine Reflexion nochmal zu deiner Beobachtung, liebe Sabine. Mir ist das auch so gegangen, als ich das erste Mal das Glück hatte, aus China wiedergekommen zu sein. Habe ich auch gedacht, bin ja ziemlich schlau, und sagte dann auch zu meinem Partner und Freund, ich sage, hör mal, hier ist das vor den Hotels, das finde ich schon merkwürdig. Die haben dann quasi ein Hotel, da werden Autos geparkt. Und für jede Parklücke gibt es da einen, der das Auto einweist. Und da habe ich gedacht, der Marc ist ja super, ich kann ja gut organisieren, das würde doch reichen, wenn einer das macht. Daraufhin habe ich zur Antwort bekommen, ja, ja, klar. Nur, die haben ja so viele Menschen und die müssen ja alle beschäftigt werden. Und es ist ja auch wichtig, dass wir eine Aufgabe machen. Und darum ist da jeder Mensch für eine Parklücke verantwortlich, damit man die in die Arbeit bringt. Und das Gleiche ist in einer Apotheke, sehr befremdlich, oder in einem Laden, was ich von Deutschland aus nicht kenne. In Deutschland sucht man die Verkäufer, die verstecken sich. Und in China war das dann so, wenn es dann also einen Laden gab mit 5 Reihen, mit 5 Regalreihen, steht auch hinter jeder Regalreihe ein Mensch, den man ansprechen kann. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ich möchte gerne auch nochmal auf diesen Punkt in den letzten Minuten auch nochmal eingehen, um auch hier vielleicht nochmal eine Differenzierung vorzunehmen oder eine Sensibilisierung auch vorzunehmen in Bezug auf diesen Punkt Stärke-Schwächen-Analyse. Weil gerade dieser Punkt nicht nur auf uns selbst bezogen, sondern auch im Beratungskontext eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und leider häufig nicht stark genug ausgeprägt in der Umsetzung vielleicht auch von einigen Beratern befolgt wird. Wir hatten Räume, in denen wir auch, ich meine, darüber schon gesprochen haben, auch die Differenzierung zwischen Klienten und Kunden. Was ist denn eigentlich der Unterschied, oder warum hat zum Beispiel auch so ein Berater eine ganz besondere Stellung und auch eine ganz besondere Verantwortung in seinem Doing? Weil das eben hier ganz schön verschiedene Aspekte, die dann gemacht oder nicht gemacht werden, auch nach hinten losgehen können. Das heißt, also auf der einen Seite zum Beispiel sowas zu auch die Stärke-Schwächen-Analyse, um vor diesem Hintergrund zum Beispiel ein Angebot überhaupt zu unterbreiten, ein Projekt anzunehmen oder vielleicht auch auszuschlagen. Das wäre beispielsweise undenkbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Rewe gehe und möchte mir Brot kaufen, wird keiner überprüfen, ob mir dieses Brot auf irgendeine Art und Weise gut tut oder ob ich dieses Brot tatsächlich brauche oder ob das mein Problem löst, nämlich meinen Hunger zu stillen. Oder vielleicht wäre ja was anderes besser als Brot in diesem Zusammenhang. Also das wäre unvorstellbar, ist für uns ganz klar. Ich gehe in den Laden rein, bestelle was, wo auch immer das ist, und bekomme das ausgeliefert. Und in Beratungs-Coaching-Kontexten steckt eine ganz andere Verantwortung sozusagen dahinter. Hier geht es wirklich darum, und das ist die Aufgabe des Coaches, des Beraters, es sind verschiedene, beim Therapeuten könnte man das auch aufmachen, es sind verschiedene Berufsfelder, bei denen es eben tatsächlich darum geht, genau hinzuschauen und dann eben auch aus ethischen, moralischen Gründen und Stärken, Schwächenanalysen, also es sind verschiedene Abwägungspunkte, die hier mit reinspielen, dann eben auch einen Auftrag abzulehnen, also nicht den Auftrag anzunehmen, um Geld zu verdienen, weil ich damit gut Geld verdienen kann, sondern tatsächlich hier auch die Verantwortung zu tragen und vor dem Hintergrund der entsprechenden Reflexion auch zu sagen, das ist sinnvoll oder das ist nicht sinnvoll, und dann nicht ein Bedürfnis, also hier wird auch nochmal unterschieden zwischen Bedürfnis und Bedarf, das heißt in solchen Berufsfeldern tatsächlich bedarfsorientiert zu agieren und nicht dem Bedürfnis nachzukommen, ganz wichtiger Unterschied, und deswegen sprechen wir in dem Zusammenhang nicht mehr von Kunden, sondern von Klienten. Und hier gibt es auch, wenn wir dann im wissenschaftlichen Kontext schauen, sehr, sehr viele Differenzierungen, die auch sprachlich getroffen werden, vor dem Hintergrund eben der Differenzierungen, die vorgenommen werden und deutlich machen, welche Verantwortlichkeit auch dahinter steckt und welche weitreichenden Konsequenzen das eben auch haben kann, wenn man hier einfach einem Bedürfnis nachkommt, einfach einen Kunden bedient, statt in dem Moment tatsächlich sich auch selbst dessen bewusst zu sein,
was ist eigentlich meine Rolle, was ist meine Aufgabe als Berater, als Coach und so weiter. Und ich finde das auch nochmal wichtig, an dieser Stelle nochmal zu unterstreichen, denn das macht es, denke ich, auch mit den ganzen Beispielen, die wir heute aufgemacht haben, möglicherweise auch griffiger, auch für die Perspektive, wenn ich als Nutzer sozusagen jemanden beauftragen möchte, was sind denn alles auch Aspekte, die ich eben berücksichtigen kann, um zum Beispiel auch gewissermaßen die Professionalität meines Gegenübers auch einschätzen zu können bei der Beauftragung der passenden Person. Mag da jemand nochmal andocken, bevor wir für heute in die Abschlussrunde gehen? Marc, Jürgen, Sabine. Ich kann da nur auf ein Beispiel, Entschuldigung, ich habe gerade was im Mund, aber seht mir das nach, weil sich das anbietet jetzt an deine Ausführung, liebe Jasmin. Ich hatte einen Fall, zugegeben, einen Fall. Da habe ich ein Projekt deswegen bekommen, im Nachgang durch ein offenes Gespräch mit dem Auftraggeber, dass ich nach der Einladungsrunde, in der entschieden wurde zwischen drei Beratern, ich derjenige gesagt war, der gesagt hat, am Schluss, es tut mir leid, ich kann diesem Auftrag, ob ich den annehmen will, noch nicht zustimmen. Ich muss erst darüber nachdenken, ja, ob ich das überhaupt kann, so trivial das jetzt klingen mag. Und erst als ich dann signalisiert habe nach einem Tag, also ich sehe mich schon in der Lage, siehe da, dann habe ich auch den Auftrag bekommen. Ja. War vielleicht ein Glücksfall, weil ein anderer Manager, der dann hätte da sitzen können, der hätte gesagt, ja, der kann sich nicht entscheiden oder ist sich selbst über sich nicht im Klaren. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es geht nicht nur darum, über sich selbst im Klaren zu sein, sondern wir hatten heute zwei wesentliche Schnittstellen. Einerseits das Problem und seine Ursachen und andererseits derjenige, die Qualität und die Innenschau bezüglich desjenigen, der dieses Problem auch bewältigen sollte oder muss. Und das gehört ursächlich zusammen und ich finde, das war eine sehr treffliche Abrundung. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Dann lasst uns doch gemeinsam in die Abschlussrunde für heute übergehen. Mal rückwärts. Sabine, Jürgen, dann Marc. Und dann kündige ich gerne auch den Raum für morgen noch an. Sabine, was waren deine Highlights aus dem Raum? Ja, der ganze Raum war wieder ein Highlight. Ja, Entschuldigung, wenn ich da auf die politische Ebene, das ist aber trotzdem was, was mich auch insgesamt sehr wurmt im Moment, dass wir halt immer nach immer sehr breit aufgucken, ob wir es allen recht machen und nicht in diese Länder oder die doch viel mehr gucken, was ist das Ziel unseres Landes und wie kommen wir weiter. Und ich finde das schon ein Hammer. Ich meine, wir sehen es jetzt, glaube ich, auf der IAA, die wird, glaube ich, heute eröffnet. Was war da? Die Chinesen haben mit ihren BYD-Ständen das Dreifache vom Mercedes-Stand. Das gibt doch sehr zu denken. Ansonsten fand ich das Reframing und Reflexion und Problemlösung ein tolles Thema. Dankeschön. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Jürgen. Zuallererst, ich bin bei dir, liebe Sabine. Ich kann es sehr gut nachempfinden. Wohl wissend darum, dass dieses unterschwellige Gefühl natürlich auch Thema Unconscious Bias auf andere Aktionen und Denkweisen übergreift, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich kann das sehr gut verstehen. Herzlichen Dank euch allen für eure Beiträge, lieber Marc, Sabine, und danke wie immer, liebe Jasmin, für das Brückenschlagen in der Moderation in einem so komplexen Thema und das Zusammenhalten. Und es war mal wieder, jetzt sage ich es dir, Marc, es war mal wieder eine Stunde aus dem Paradies gestohlen. Vielen Dank dafür. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Marc. Ich möchte noch ein Beispiel mit einbringen zu dem Thema, wie hilft uns Reflexion, effektive Lösungsstrategien zu finden. Und zwar, wer jetzt keinen Coach hat oder keinen Berater, mir hilft das manchmal, dass wenn ich mit einem Menschen spreche und ihm das erzähle, was passiert ist, in dem Fall meiner Partnerin, und sage,
Du kannst dir das vorstellen, der Kunde kauft dieses Jahr bei mir vielleicht nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist ein ganz, ganz großer Kunde. Beim Erzählen fallen mir Lösungen ein, weil ich dann auch Personen im Kopf habe, unter anderem dich, liebe Jasmin, und frage mich schon beim Erzählen, ist der Kunde wirklich so groß? Verdiene ich mit dem Kunden wirklich so viel Geld? Was passiert da konkret? Ist das wirklich richtig? Kann ich es beweisen? Kann ich das nochmal überprüfen, ob ich da jetzt nicht nur Umsatz verdiene oder Geld? Vielleicht war das ja auch nur Arbeit. Und wer also keinen Coach hat und jemand hat, den er vertraut, der spricht mit ihm. Und wenn er keinen Partner hat, mit dem er sprechen kann, bin ich fest davon überzeugt, dass es sogar hilft, mit seinem Hund oder mit seiner Katze zu sprechen. Denn beim Sprechen müssen wir unsere Gedanken strukturieren. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Ja, absolut. Ich bin da total bei dir und es gibt eben auch Studien dazu etc., die zum Beispiel eben auch aufzeigen, dass allein schon Therapiegespräche oder bei dem der Therapeut im Grunde genommen gar nicht viel sagt, sondern häufig ausschließlich Fragen stellt und eben die Sitzung mit den Leitplanken sozusagen stützt und begleitet, oder das macht ja auch ein Coach auf einer anderen Ebene. Dass hier eben durch diesen Austausch, der stattfindet, eben ganz, ganz viel auch schon passiert. Das Gleiche gilt für Selbstgespräche im Übrigen auch gleichermaßen. Das heißt, wenn ich einen Gegenüber habe, der mir nur zuhört, ausschließlich zuhört und nickt und gar nichts sagt, habe ich trotzdem das Gefühl, wenn ich dann am Ende aus dem Gespräch rausgehe, dass es ein großartiges Gespräch war, und eigentlich war es noch nicht mal ein Gespräch, sondern mein Gegenüber hat nur genickt und hat nichts gesagt und auch keine Fragen gestellt. Also auch da funktioniert das wunderbar. Ist ganz spannend, dieser Aspekt. Und gleichwohl möchte ich trotzdem in diesem Zusammenhang nochmal unterstreichen, weil ich es aus meiner Praxis kenne, dass es auch viele Menschen gibt, die dazu neigen, dann eben auch immer wieder zu denken, dass viele Probleme oder viele Aspekte auch selbst gelöst werden können, dass eben gleichzeitig nicht zu unterschätzen, welchen Impact das hat, wenn ich hier einen Professionellen an meiner Seite habe, der diesen Prozess begleitet. Und zwar ganz unabhängig davon, wo ich stehe und wie weit ich schon bin und wie gut ich auch schon selbst in meiner Reflexionsfähigkeit bin. Wenn ich jemanden habe, der das gut macht, der vielleicht sogar auch ein paar Schritte weiter mit der Erfahrung und so weiter ist als ich und diesen Prozess begleitet, dann bekomme ich auch nochmal andere Ergebnisse vor dem Hintergrund, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass wir eben auch dem Unconscious Bias unterliegen, dass wir in unserem Feld unterwegs sind, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht sehen, weil wir blinde Flecken haben. Und ich kann, wenn ich mich mit jemandem austausche, dann kann ich zwar auf der einen Seite oder sollte ich darauf achten, dass es eben jemand ist, der auch die Fähigkeit besitzt, sozusagen auch über Fragen tatsächlich hier zu agieren, unabhängig davon, ob der aus dem Feld kommt oder nicht. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass es manchmal feldfremd sogar auch Vorteile mit sich bringt, die ich hier sehr, sehr schön nutzen kann. Gleichwohl eben aber auch diese Kompetenzen sozusagen und diese Techniken, die habe ich im privaten Kontext einfach nicht. Die stehen mir häufig nicht zur Verfügung. Die habe ich nur in dem Maße, wie ich sie für mich selbst vielleicht einsetze oder vielleicht irgendwo mal in einem Training gelernt habe. Das ist schon nochmal was anderes, wenn ich das mit einem Professionellen, und mit einem Professionellen meine ich wirklich jemanden, der das auch gut macht, diesen Prozess durchlaufe. Ich selbst, ich hatte es in anderen Räumen schon erwähnt, investiere sehr, sehr viel auch Geld da rein, obwohl ich schon verschiedene Dinge erreicht habe, gemacht habe und so weiter und wirklich viel Erfahrung in vielen, vielen Bereichen mitbringe, immer wieder diese Reflexion auch professionell begleiten zu lassen, hier wirklich auch eine Art Gleichgewicht herzustellen. Das bedeutet ja nicht, dass man sich ausschließlich nur extern begleiten lässt. Man kann das ja eben auch so ein bisschen spielen, dass man auch mal pausiert. Das ist auch ganz gut, wenn man das tut, dass es auch nicht ein Prozess ist, der dauerhaft sozusagen ist, sondern hier auch immer wieder Pausen erfolgen, dass es vielleicht thematisch ist, dass man dann ein Thema abschließt und dann Zeit vergeht, dass man dann wieder in der Zeit auch selbst wieder reflektiert im Austausch mit Sparringspartnern. Das macht und so weiter. Und diese Arten und Formen, die Settings und so weiter, die werden wir noch sozusagen aufgreifen in den nächsten Tagen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich möchte das nur vor diesem Hintergrund sensibilisieren. Das ist vielleicht ein Eindruck, der bei mir entsteht, einfach vor dem Hintergrund, dass ich die Erfahrung an vielen Stellen mache, dass Menschen einfach das Gefühl haben, ach, das kriege ich doch irgendwie auch alleine hin. Ich möchte das Geld nicht ausgeben und sich hier vielleicht auch in der Geschwindigkeit, wie sie in bestimmten Zusammenhängen auch vorankommen könnten, sich wirklich selbst
vertun, in Anführungsstrichen, und selbst im Weg stehen. Und ich nach wie vor, ich sag's immer wieder gerne, ich bin kein Fan von Geiz ist geil. Ich mag diese Propaganda überhaupt nicht und finde, ob das um Produkte geht, die wir einkaufen, oder ob das eben um solche Beratungskontexte oder Ähnliches geht, das ist der verkehrte Ansatz. Die Frage ist immer, welchen Wert bringt es mir? Was bringt es mir? Wofür tue ich das Ganze? Und hier immer wieder auch abzuwägen, wann hole ich mir Unterstützung von außen? In welchem Kontext macht es auch Sinn? Und hier dann auch entsprechend in eine Beauftragung auch zu gehen, auch wenn das zunächst erstmal das Gefühl vielleicht macht, dass ich, dass mein Geldbeutel ein bisschen schrumpft. Aber vielfach ist es so, dass es uns vielleicht dabei unterstützt, beispielsweise auch vor falschen Entscheidungen, vor dem Hintergrund der entsprechenden Begleitung, auch nicht erstmal fehlerhafte Wege zu gehen, Zeit einzusparen, und auch bei fehlerhaften Entscheidungen, die ich treffen kann, weil ich das nicht ausreichend oder in der Intensität reflektiert habe, kann es sein, dass ich viel, viel mehr als für ein Coaching oder eine Beratung nachher zahle, nämlich Lehrgeld, so bezeichne ich das gerne, Lehrgeld, was ich hätte mir auch ersparen können, wenn ich die richtigen Leute und Partner an meiner Seite gehabt hätte. Und hier möchte ich auch nochmal unterstreichen, in dem Zusammenhang, in der Regel ist das dann auch nicht ein Coach und nicht ein Berater oder was auch immer, Mediator, gibt ja verschiedene Kontexte, wo ich unterschiedliche Menschen dann auch beauftragen kann, sondern häufig ist es auch so, dass ich kontextbezogen auch nochmal schauen darf, in welchem Kontext brauche ich da gerade Unterstützung, und dann eben auch durchaus unterschiedliche Personen zu beauftragen, die jeweils in ihrem eigenen Feld am besten die Besten sind. Ja, und damit möchte ich gerne abrunden für heute. Und ja, morgen geht es weiter mit Reflexion in der Führung. Welche Rolle spielt Reflexion in der Führung, ist die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen wollen. Insofern seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen, auch morgen früh um 8 Uhr mit dabei zu sein und gemeinsam den Reflexionsraum hier wieder zu gestalten. Vielen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. War großartig heute. Bis dahin. Ciao.